ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Oh, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Mann, geht's mir gut. Im Gegensatz zu manch anderen hier. Roxy zum Beispiel. Ich habe gehört, dass diese angebliche Journalistin ihre Mutter sein soll. Hallo, ich bin Lara Zöllner. Kennen wir uns? Ich habe von dir im Erfurter Echo gelesen und würde gerne ein Interview mit dir machen. Du sollst nun endlich wissen, dass ich deine Mutter bin. Oder Tobias. Er hatte ja eine echt harte Zeit. Aber zum Glück hatte er sein T-Rex. Aber ich könnte gerade Bäume ausreißen vor Glück. Meine Ferien bei Schandor in Ungarn waren der absolute Traum. Wow! Na endlich! Mach sie nicht kaputt, ich will auch. Hi, na, alles klar? Super klar sogar. Schön, euch zu sehen. Und bei euch? Wie waren eure Ferien? Toll, aber ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr aus Ungarn zurück. Wow, gutes Gespür. Hä? Ich bin nur zurückgekommen, um meine Sachen zu holen. Und mich von euch zu verabschieden. Mir ist verabschieden. Ich zieh zu Schandor. Nach Ungarn. Das ist ein Scherz, oder? Lach ich? Oh, da muss ich ran. Schandor? Ja, na klar bin ich schon wach. Manche Leute haben Schule. Du bist so doof. Selbst genäht. Den Stoff habe ich von Rotti, also beziehungsweise natürlich vom Weihnachtsmann. Das sieht echt gut aus. Wie waren eigentlich Weihnachten mit der Rotti? Toll. Wir haben gekocht und gequatscht und so. Richtig wie eine Familie. Hi, Pipi. Was sagtest du gerade? Vollgas abgeblitzt. Apropos Familie. Wie geht's dir denn jetzt nach dem Brief und so? Was sagt denn überhaupt Frau Rottbach zu dieser Geschichte mit deiner Mutter? Welche Mutter? Diese Frau hat sich 14 Jahre nicht um mich gekümmert. Sie ist für mich gestorben. Ich hatte nie eine Mutter und jetzt brauche ich auch keine mehr. Schandor, ich habe jetzt Unterricht. Ich muss Schluss machen. Nein, nicht mit dir. Nur auflegen. Du Blödmann. Ja, bis dann. Was soll das heißen, du gehst nach Ungarn? Und was ist mit Schule? Da gibt's eine richtig gute deutsche Schule. Da kann ich mein Abi genauso gut machen wie hier. Und außerdem haben die spezielle Angebote, die es bei euch überhaupt nicht gibt. Moment mal. Du kannst doch gar kein Ungarisch. Schandors Mutter hat mir schon ein paar Brocken beigebracht. Seine Eltern sind total nett. Was sagen deine Eltern dazu? Die habe ich noch nicht gefragt. Meine Mutter ist erst die Nacht aus Florida zurückgekommen. Und mein Vater kommt erst nächste Woche wieder. Aber das geht schon klar. Nach Hannover hätten sie mich ja auch gelassen. Und seine Eltern haben das einfach abgenickt, ohne mit deinen darüber zu sprechen? Ich wollte es ihnen zuerst selbst sagen. Außerdem ist Schandors Vater nächste Woche in Deutschland. Und dann wird er mit meinen Eltern sprechen. So, meine Damen und Herren, das Schöne beginnt für Sie auf Seite 12. Bitte aufschlagen. Guck mal, was das hier für ein helles Fell hat. Andere Jungs gehen so ab, wenn sie Fotos von Bikini-Models angucken. Ja, aber das kommt noch, wenn du ein bisschen größer bist. Zum Glück habe ich ja so einen irre erwachsenen Freund, ne? Ah, ne? Findest du auch, ja. Ja. Willst du dir ein neues zulegen? Wollen? Ja. Nur mein Vater bringt mich um. Nee, das ist nur eine Seite von der neuen Erfurter Frettchenzucht. Ich dachte, T-Rex kriegt eine Freundin. Wie geht's ihm eigentlich? Du hast ihn schon lange nicht mehr dabei gehabt. Ja, weil... Der ist in letzter Zeit irgendwie so seltsam drauf. Hm. So unausgeglichen. Na, das wird schon. Kommst du mit in die Cafeteria? Wenn ich Hunger habe, werde ich auch unausgeglichen. Ey, das könnte sein. Ja? Du fütterst ihn doch. Oder etwa nicht, Herr Tobias? Ja, doch, klar. Nur Frettchen sind ja eigentlich Raubtiere. Was ist, wenn sein Jagdtrieb rauskommt? Was ist denn los? Wegen Joe? Und du glaubst, sie bleibt hier, indem du die ganze Redaktion zerstörst? Ich
finde ja auch, dass das alles ziemlich schnell geht. Es wird so anders sein hier, ohne Joe. Oh, mir wird ja auch was fehlen. Also, das wird schon. Ich bin ja auch noch da. Was bildet er sich eigentlich ein? Und dann plötzlich wieder einen auf super nett machen. Und du hast ja auch noch die ganzen teuren Sachen gekauft. Danke. Fast hätte ich es vergessen. Aber dem habe ich es gezeigt. Falschraum. Was? Naja, das Buch. Oder liest du seit neuestem über Kopf? Geht es um deine, also um diese Frau Zöllner? Was stand denn jetzt eigentlich auf dem Zettel? Keine Ahnung, hab ich weggeworfen. Echt? Einfach so? Ich will endlich mit der Sache abschließen. Und Punkt. Du hast noch nicht mal die Koffer ausgepackt. Johanna, ich muss nur kurz nach deinen Püppchen schauen. Aber du bist und bleibst mein Püppchen Nummer 1. Wie war Florida? Total schön. Aber jetzt freue ich mich, dass wir wieder viel zusammen sind. Und du musst mir unbedingt alles von deinem Urlaub erzählen. Ich muss nur noch kurz diese Puppe hier vermessen. Es war super da. Und ich werde zu Chandor ziehen. Nach Ungarn. Das ist ja schön. Echt jetzt? Also, du bist ja lustig. Nach Ungarn? Ich meine, dein Vater hat Angst, dass du nach der Schule überhaupt ausziehst. Nicht nach dem Abi. Jetzt, sofort, nach den Halbjahreszeugnissen. Jetzt wäre ich fast drauf reingefallen. Mama, das ist kein Witz. Du bist 16. Du wirst noch genug Zeit haben, mit deinem Freund zusammenzuleben. Ich liebe Chandor und ich will mit ihm zusammen sein. Mein Abi kann ich in Ungarn genauso gut machen wie hier. Ich habe mir das gut überlegt, Mama. Vertrau mir. Das tue ich. Ich möchte aber nicht, dass du irgendetwas machst, was du nachher bereuen würdest. Ich bin kein Kind mehr. Aber auch noch nicht erwachsen. Und was ist, wenn ich es trotzdem mache? Lass uns doch nachher in Ruhe darüber reden, bitte. Es war so klar, dass du Nein sagst, wenn ich einmal was will. Ich werde nachher mit Papa telefonieren. Er wird es sicher genauso sehen. Ich kann dir das doch jetzt nicht einfach erlauben. Püppchen Nummer 1, ja? Zum Schmetterling werden darf ich nicht. Johanna! Halt! Warten Sie! Fang mich doch. Ich bin eine leckere kleine Ente. Mm. Komm, fang mich. Quack, quack, quack. Komm. Na, du leckere kleine Ente. Wie wär's mit Anklopfen? Ich wollte das Schauspiel nicht verpassen. Dein Vater hat mich reingelassen. Ich habe einfach mal versucht, seinen Jagdinstinkt zu wecken. Und du glaubst, er ist so doof, dass er sich für eine Holzente und dein dämliches Gequacke bewegt? Du nimmst doch auch Fotos von hübschen Mädchen an. Ja, aber deshalb frage ich die Fotos nicht nach einem Date, nur weil irgendein Typ eine Frauenstimme nachmacht. Ja, gut. Punkt für dich. Nur leider, das ist das Problem nicht. Wenn du so auf der nächsten Party aufläufst, wird sich Hubertus grün und blau ärgern, dass er dich nicht als Erste und Einzige gefragt hat. Wer braucht denn eine Schützenparty? Eben, niemand. Ja?
Hallo. Hallo. Ist Roxy gar nicht da? Die ist kurz duschen. Die kommt bestimmt gleich wieder. Die hat die Hälfte ihrer Schulsachen vergessen. Die Karotte. Ach, das war das schönste Weihnachten seit Ewigkeiten. War Roxy denn gut drauf? Also die ganze Zeit? Ja, natürlich. Wir haben zusammen den Baum geschmückt, gekocht, gebacken, gesungen, bisschen Schularbeiten gemacht. Na, bis dann. Mann, Roxy hat echt versucht, das mit ihrer Mutter zu verdrängen. Und jetzt hängt sie total durch. Moment mal. Mutter? Ja, total unverschämt von dieser Frau Zöllner, oder? Welche Frau Zöllner? Hallo. Die Bücher, toll, danke. Roxy, was ist denn das für eine Geschichte mit deiner Mutter? Wussten Sie das etwa nicht? Nein. Da war so eine Frau, die hat sich erst als Journalistin ausgegeben und mir dann gesagt, dass sie meine Mutter ist. Willst du das ultimativ coolste Cover sehen, das der Express jemals hatte? Später vielleicht. Mann! Was ist denn los? Eine Mutter. Sie will es mir verbieten. Einfach so. Die ist ja süß. Ja. Klar. Ist die für deine Mutter? Wir haben Shanno und ich in Ungarn gebastelt. Weil Mama immer mein Lieblingspüppchen zu mir sagt. Wegen Schmetterlingspuppe und so. Ja. Warum ist die kaputt? Weil man ihr die Flügel gestutzt hat. Bella, kann ich heute Nacht bei dir schlafen? Klar. Aber sag deiner Mutter Bescheid. Mach ich. Danke. Es kann doch sein, dass es dir einfach nur etwas zu schnell ging. Ist vielleicht nicht so leicht für Eltern. Es geht hier aber um mich. So versteht das eigentlich keiner. Dann hat sie mir geschrieben, dass sie meine Mutter ist. Und dass sie mich gern treffen würde. Und mehr nicht. Ach, Roxy. Warum hast du mir das denn nicht schon Weihnachten erzählt? Ich wollte nicht darüber nachdenken. Ach, ja, das verstehe ich. Aber dass sie einfach so hierher kommt, das ist nicht richtig. Außerdem darf sie das gar nicht. Sie hätte mit Herrn Berger und dem Jugendamt einen Weg suchen müssen. Ach, Roxy, wenn du jetzt nicht weiter darüber reden willst, gut. Roxy, okay? Okay. Die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Ich wäre bei Bella. Das weißt du doch. Darum geht's nicht. Ich will mit dir reden. Was gibt's denn da noch groß zu reden? Ist doch deutlich gemacht, dass du über mein Leben bestimmen kannst. Papa findet's auch nicht gut. Ich weiß. Er hat mich angerufen. Ich hab jetzt Mathe. Johanna! Das ist das erste Mal, dass du mich behandelst wie eine Behinderte. Und? Ente, gut, alles gut? Von wegen, Ente. Ich habe was viel Besseres gerade gekauft. Ist das nicht ein bisschen eng für T-Rex? Das ist nicht T-Rex, sondern... Tada! Oh, ist die süß! Oh, ist ja knuffig. Was ist das denn? Das ist eine kleine Wachtel. Meinst du, die verträgt sich mit T-Rex? Die ist ganz schön groß. Meinst du, der könnte Angst vor ihr haben?
Keine Ahnung, ich meine ja nur, vielleicht mögen die sich ja nicht. Ja, müssen sie auch nicht. T-Rex soll die Wachtel nämlich fressen. Von wegen Jagdinstinkt. Das kannst du doch nicht machen. Das ist Mord. Hm, eiskalt geplant. Tja, so ist die Natur. Hart und gnadenlos. Hm, ja, ja, eben Macker. Vogelmörder. Joe, hast du geweint? Frau Hoffmann? Ja? Sie suchen Joe, oder? Ja. Weißt du, wo sie ist? Ich muss mit ihr reden. Geht es Ihnen gut? Ich erkenne meine Mutter nicht wieder. Aufs Sportgymnasium nach Hannover hätte ich gehen dürfen. Klar, dann wäre ich ja vielleicht auch berühmt geworden. Eine erfolgreiche Sportlerin ist natürlich super zum Angeben. Wir wollen ja einfach nur, dass Johanna glücklich ist. Ich soll nach ihren Plänen leben. Was ich will, ist ihr total egal. Du bist ihr halt wichtig. Vielleicht hat sie einfach Angst. Angst, dich zu verlieren oder so. Ich habe nur gerade dran gedacht. Da gab es diese Situation beim Basketball. Joe und ein Gegner fangen den Ball zugleich. Und Joe lässt einfach nicht los. Also, eigentlich wollte keiner loslassen. Und am Ende sind sie beide fast umgekippt, weil sie so gezerrt haben. Das ist so typisch Joe. Das stimmt. Ja. Danke dir. Ja? Sagen Sie nicht, ich habe noch was vergessen. Langsam glaube ich, ich hatte bei Ihnen alles dabei, was ich besitze. Nee, nee, das hier ist heute für dich angekommen aus Afrika. Da kann ich vergessen. Was denn? Sie wollte mich nur daran erinnern, dass ich mich treffen will. In 2 Wochen ist sie wieder zurück. Ihre Telefonnummer hat sie auch gleich mitgeschickt. Als ob ich da anrufen würde. Guck mal, erst schleichst du dich an, hörst du? Dann faust du. Ey, nicht am Teppich knabbern. Guck her, ich mach das nur für dich. Hör auf, dich an der Kiste zu schuppern. Siehst du, ist doch ganz einfach, T-Rex. Hey, das war nur ein Scherz, ja? Kleiner. Ich mach das Layout heute fertig. Dann können wir morgen anfangen, neue Artikel einzubinden. Super, jetzt setz ein Bienchen. So, wir können nichts für deine Probleme. Dann haltet euch auch raus. Ich hab doch gesehen, dass du mit meiner Mutter gemeinsame Sachen machst. Was denn für eine Sache, Joe? Deine Mutter war total durch den Wind. Und du solltest eigentlich am besten wissen, wie hart Abschiede sein können. Mir ist das total klar, dass es ihr jetzt mies geht. Und ich raff es nicht, wie man das nicht verstehen kann. Mann! Ja, muss es sein. Ist offen. Warte, ich geb T-Rex noch was, ja? Ja. Komm her, Großer. So, hier mein Großer. Komm. Na gut. Wir gehen jetzt ein paar Kumpels von dir besuchen, ja? Also, benimm dich, okay? Müsst ihr denn nicht total vollgefressen vom Wachtelbraten sein? Naja, das hat nicht so ganz geklappt. Ah, du bist ja ein ganz harter Klotz. Nee, das war nur, weil es hat mich irgendwie so niedlich angeguckt und so niedlich angefiebt. Du weißt schon. Ja, das geht nicht. Jedes Raubtier würde sich für böse Fressgedanken entschuldigen. Wollen wir weiter? Okay. Und du willst ihn da wirklich reinlassen? Spinnst du? Ich will nur gucken, wie die wohnen. Oh Mann, guck mal, sind die süß. Ja, das ist doch das mit dem hellen Fell von der Website. Ey, stimmt. T-Rex. Und dann durchdrehen. Wenn er nur einen Freund braucht. Hab ich doch schon gesagt. Ein zweites Frettchen ist nicht.
keiner was sich T-Rex so mit der Wachtel anfreunden. Auch wenn sich dann wahrscheinlich ziemlich schnell ausgewachtet hat. Oh. Mama. Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Ich weiß. Ich verstehe es ja. Ich komm rauf. Makes her, but he breaks her. He takes her into parts. Schrecklich die letzten Tage. Jetzt bin ich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, das ist gerade so plötzlich. And a current just like my blood flow. Down from the hills, round aching bones to my restless heart. Monats wieder in Deutschland. Dann würde ich dich gerne treffen. Das wäre so schön. Viele Grüße. Lara. Lara. Blödsinn. Hallo, Herr Pasulke. Ein Glück, dass Sie noch da sind. Von wegen Glück. Ich habe eigentlich seit 2 Stunden Feierabend. Können wir Ihnen helfen? Das ist ja ein unerwartetes Angebot. Ein 5er Imbus bitte im Werkzeugkasten. Da auf dem grünen Schwamm. Können wir Sie danach vielleicht auch um Gefallen bitten? Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Hilfsangebot ohne Gegenleistung. Naja, darum geht's ja eigentlich nicht. Es ist halt nur, ich habe da so ein Vögelchen und das passt nicht so richtig mit T-Rex zusammen. Das ist ja ungefähr so, als würde man 5 von euch mit einer riesen Pizza zusammensperren und keiner geht ran. Das würde ich mit links schaffen. Du gerade. Na gut, dein Vögelchen kriegt Asyl im Tiergehege. Echt? Danke, Sie sind echt 1A. Ich krieg's morgen vorbei. So, Futterzeit. Seltsam, dass T-Rex noch nicht verrückt spielt. T-Rex? T-Rex? Abgehauen? Wie? Oh, hier? Ja, wir müssen ihn suchen. Wo ist denn dieses blöde Ding? Ist alles okay? Nein. Hey, Joe. Ich weiß, das ist alles ein bisschen doof gelaufen. Und ich wollte mich entschuldigen. Dafür, dass du nicht schon eher Klartext geredet hast? Angenommen. Joe, wir haben gedacht, also, wir haben noch was für dich. Seid mir nicht böse, aber ich kann gerade wirklich nicht. Was suchst du denn? Die Puppe. Wozu brauchst du die? Um sie meiner Mutter zu schenken. Sie hat mir erlaubt, dass ich nach Ungarn gehe. Was? Aber eine Abschiedsparty muss es schon geben. Immer mit der Ruhe. Ich ziehe nach Ungarn, aber erst in einem halben Jahr. Ich muss jetzt wirklich die Puppe finden. Hast du schon? Ihr habt... Einen Joe ohne Flügel. Geht gar nicht. Das wird das beste halbe Jahr ever. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Wenn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage. Captain Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.